Was geht ab, die Kaschmir-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Nachdem jetzt viele Leute spekulieren und sagen, gegen wen Conor McGregor als nächstes kämpfen soll, soll möglicherweise ein Kampf bereits in Arbeit sein. Für Anfang nächstes Jahr, ja, Anfang 2023. Und zwar im Frühling, da soll Conor McGregor zurückkommen, vielleicht auch noch sogar im Januar oder Februar, da kämpft er ja auch ganz gerne. Und ja, der Kampf soll gegen Dan Hooker stattfinden, Freunde. Conor McGregor gegen Dan Hooker, das ist momentan ein Gerücht, was rumkursiert. Ein paar Quellen haben dies bereits in die Öffentlichkeit gesetzt und dieser Kampf soll für Conor McGregor der nächste sein. Es soll der Aufbaukampf sein, den wir jetzt als nächstes sehen werden. Und was mega interessant ist, Conor McGregor hat seit fast einem Jahr nicht gekämpft, aber ist trotzdem immer noch auf der 8 in den Rankings. Müsst ihr euch mal so vor Augen halten. Tony Ferguson ist jetzt auf die 9 gerutscht und ist jetzt hinter Conor McGregor. McGregor ist einen Platz über ihn. Und ja, Dan Hooker wäre möglicherweise ein Kampf für Conor McGregor, der in diesem Sinne Sinn machen würde als Aufbaukampf, aber sind wir ganz ehrlich, es ist ein gammeliger Kampf. Also Dan Hooker gegen McGregor würde ich nicht sehen wollen. Hooker ist jetzt auf der 13 und ist auch für Conor McGregor nicht unbedingt ein interessanter Bounce-Back-Fight, ja. Ich hätte gesagt, lass Conor McGregor von mir aus Anfang des Jahres vielleicht mal gegen Tony Ferguson kämpfen. Ja, das finde ich eine geile Sache, müsste man auf jeden Fall einfach mal so vor Augen haben. Dan Hooker hat gut gekämpft gegen Nasrat Haqparast, hat diesen auch total dominiert, muss man an dieser Stelle auch so sagen. Hat seinen Platz in der Top 10 in der UFC Elite auf jeden Fall gesichert. Aber gegen Islam Makhachev, er sah halt komplett so aus, ob er nichts dagegen machen könnte, wie er da einfach im Oktagon behandelt wird. Und das zeigt einfach nur, wie stark Islam ist. Und Dan Hooker ist ein Striker, das ist klar. Sah gegen Michael Chandler auch vorsichtig aus. Nach dem Kampf gegen Dustin Poirier, gegen diese super Schlacht, wo er sich auch hätte beweisen können, wo er tatsächlich jetzt auch einfach den Spot von Dustin Poirier haben könnte damals, ja, hat er einfach nicht genug Durchhaltevermögen gehabt. Dustin Poirier hat gewonnen und Dan Hooker ist seitdem einfach nur abgestürzt, hat auch im Federgewicht versucht einen Kampf zu reißen, wurde da auch ausgenockt, also ja, vom Dinge sehe ich Conor McGregor da schon Potenzial haben, Dan Hooker auszunocken, sind wir ganz ehrlich, in den letzten Kämpfen sah er schon grottig aus, ja, vor allem gegen Arnold Allen, obwohl dieser auch super stark ist, aber wer weiß, wie es gegen Conor McGregor aussieht nach so einem langen Comeback, Dan Hooker ist halt wenigstens aktiv. Das muss man ihm halt zugute schreiben. Deshalb bin ich gespannt. Weiß nicht genau, ob dieser Kampf so viele Leute interessieren würde. Klar, Dan Hooker ist ein Fan-Favorite, aber hat jetzt auch kein Resümee wie ein Cowboy Cerrone, wo du einen Kampf halt so gut promoten könntest. Dann müsst ihr mir mal auch mal in die Kommentare schreiben. Tony Ferguson gegen Conor McGregor wäre eine sehr, sehr lange Fehde, die eh schon besteht. Wäre ein Kampf, der jetzt mehr als alles Sinn machen würde. Ja, wenn die UFC wirklich darin setzt, ihm einen Aufbaukampf zu geben. Wenn nicht, gib ihm direkt Kamaru Usman. Wäre auch geil. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.